3, 2, 1. Der Rekord ist geknackt, wenn 92 volle Stunden durchgeschaut worden sind. Und pro voller Stunde sind den Kandidaten 5 Minuten Pausenzeit gestattet. In der Zeit müssen sie alles erledigen, vom Klo gehen über kurze Dusche, kurz mal Luft schnappen, alles auch telefonieren, was immer so, oder schlafen, kurze Powernaps. Also alles, was sie vom Fernsehen so richtig ablenkt. Der letzte Rekord ist von Kanada gebrochen worden mit 91 Stunden. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, 92 Stunden zu knacken. Und wir hoffen, dass wir das mit unseren 5 Kandidaten schaffen. Als Kind wollte ich schon im Guinness-Buch der Rekorde sein. Und das ist halt jetzt mein Kindheitstraum. Sitzen ist das Schwierigste. Also Fernsehen schauen kann man irgendwie, wenn man sich halt hineinversetzt in die Serien. Oder sitzen oder nichts machen ist sehr schwierig. Ich glaube, dass man mit der Zeit durch den Schlafmangel irgendwie, dass sich, weiß nicht, von der Psyche auch alles verändert, dass man irgendwie verwirrt ist oder dass man sich einfach schwer konzentrieren mehr kann, dass auch die Augen vielleicht irgendwann zufallen oder zum Brennen anfangen oder sowas, dass man halt vom Körper her ganz schwach ist und irgendwie nicht mehr man selbst ist, aber werden wir eh sehen, wie das dann wirklich ausschaut in ein paar Stunden. I don't think this is safe. For the eyes, you know. And brain. 92 Stunden, das ist heftig, also. Ich meine, ich mache mit Freunden durch am Wochenende, okay, aber so ein paar Tage hintereinander, ich könnte das nicht. It's just not useless to watch television for 92 hours. You should do something else, I think. It's not logical. Da denke ich mir, das allererste, wow, dass es Leute gibt, die so viel Zeit haben, bewundernswert, ja, die sonst nichts zu tun haben. Und der zweite Punkt ist, es muss wahrscheinlich etwas sehr, sehr Spannendes geben, was es im Fernsehen noch zu sehen gibt. Was ich mir momentan kaum vorstellen kann, aber offensichtlich gibt es sowas. Da sehe ich sehr, sehr wenig Reiz darin, ja. Aber es gibt Gott sei Dank noch sehr viele gute Bücher. Vielleicht gibt es mal einen Wettbewerb im Bücherlesen oder Ähnlichem.